nicht sicher, warum ich mich heute so super tanne. Das hat einen Grund. Wir sind im Amazonas. Wir sind verloren. Und genau deswegen werde ich sie jetzt mitnehmen. In die unbekannte Wildnis. Lassen wir uns diese Ortschaft erforschen. Und hoffen wir, dass wir alle lebendig wieder herauskommen. Das war so laut. Entschuldigung. Beginnen wir unsere Erkundung. Ich höre sie schon rufen. Etwas Schlimmes passiert. Oh, seht mal, ich habe eine Falle entdeckt. Das muss eine mittelalterliche Falltürfalle sein. Mir hätte etwas sehr Schlimmes passieren können. Gehen wir weiter. Da drüben sehe ich Rauch aufsteigen. Könnte es sein? Einheimische, kann es wahr sein? Das darf nicht wahr sein. Einfach nicht. Hier können es keine Einheimischen geben. Dafür. Unentdecktes Land. Wir werden als Weltentdecker in die Weltgeschichte eingehen. Die Tarnung ist zu sperrig. Ich muss die Tarnung ablegen, damit ich hier weiter in den Urwald vordringen kann, meine Damen und Herren. Jetzt wird es gefährlich. Jetzt geht es richtig zur Sache. Ab jetzt bin ich der Wildnis schutzlos ausgeliefert. Gab es ja schon früher Hochkulturen. Und auch die medizinische Versorgung war noch nicht so schlecht gesichert dazu mal. Oh nein. Oh nein! Die Höhle des Löwen. Ich muss weiter. Das ist ein schrecklicher Ort. Das ist ein schrecklicher Ort. Lass uns flüchten. Es wird hier knapp. Da drüben. Ich sehe sie schon. Ich darf uns auf keine Farbe mehr. Wir sind tot, falls wir uns heilige Schwester Einheimische. Das muss ihre Gottheit sein. Norbert Gstreiner. Was hast du mit dieser Kultur gemacht? Warum? Warum, Norbert? Warum, Norbert? Und Elisabeth Reichert, die Götterkönigin. Warum tat sie das nur? Ich verstehe es nicht. Warum musste diese Kultur untergehen? Warum musste sie zum Kalvinismus umsteigen? Ach, friedvolle Reporter, wie mich, so friedvoll. Oh, sieht man, der Amazonas-Regenwald mit all seinen wundervollen Teichgestalten. Ach, ich bin fasziniert, Gottes Schöpfung. Ich halte das nicht mehr aus, was ist das nur für ein wunderbarer Moment, dieser Kreatur, diese Schöpfung. Sie haben ihre Waffen ausgepackt. Wir müssen flüchten. Es hilft nur noch eine Sache. Wir müssen ab durch die Mitte. In das schützende Regenwaldtal. Bist du bereit? Werde ich mich in Richtung dieser Kreaturen begeben. Möge Norbert und Elisabeth mir beistehen. So weit, so gut. Und nun, weil wir entdeckt haben, dass wir diese Kreaturen, wir können hier nicht länger bleiben. Sie werden uns allesamt umbringen. Ich werde mich nun als einer von ihnen tarnen, werde mich in die Falsche begeben und werde dort Suizid begehen. Es hat keinen Sinn mehr für mich. Es ist aus und vorbei. Also, verhalten wir uns ganz wie sie. Dann wird alles gut werden. Hörst du sie? Meine Zeit ist gekommen. Es hat keinen Sinn mehr. Es tut mir leid. Aber es ist zu viel für mich. Ich halte es einfach nicht mehr durch. Wenn Menschen in den Tod gehen, dann mit Stolz in den Tod gehen. Auf das, wie sie da lebt und lebt, mich ehrenhaft umbringen wollte. Oh Gott, ich greife mal!
Warum lebe ich? Wo bin ich? Wo bin ich hier? Das ist alles, das kann nicht der Albtraum sein. Das kann nicht der Realität entsprechen. Das kann nicht. Wo bin ich?